Aber ich kann uns sehen. Du kannst uns sehen. Muss es noch? Guck mal hier. The object does not exist, cannot be loaded due to missing, schlag mich tot. Also ich gehe jetzt auch einmal rein. Liebe Leute, wunderschönen guten Abend. Ehe wir uns hier vollkommen vergeblich mit euren Fragen beschäftigen, gehe ich auch mal rein. Ja, wir sind tatsächlich da. Er hat wieder recht. Aber redet, da reden wir auch. Ich muss nur mal gucken. Untertitel werden automatisch erstellt. Doch, ja, wir sind da. Wir sind da. Machen wir ein bisschen lauter. Du möchtest Den den Chris. Chris noch ein bisschen lauter. Das kriegen wir auch hin. So, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Frag die Krischkes. Kurz vor Weihnachten geben wir uns nochmal die Ehre in altbewährter kleiner Runde. Da ist auf dem einen Bildschirm Pferdephysiotherapeut Chris Debski, Einen schönen guten Abend. unser Partner in unserer Online-Akademie der Hofreitschule, die meine Wenigkeit mit diesem sympathischen jungen Mann hier betreiben. Das ist unser Hofreitmeister Wolfgang Krischke. Und neben mir meine liebe Frau und Direktorin Christine Krischke. Das bin ich. Einen Hallo. wunderschönen guten Abend. Hallo. So, wir haben euch ein ganz einfaches Thema gegeben, nämlich Reiten im Winter. Und das ist ja ganz mannigfaltig. Das geht ja um Menschen, um Haltungsformen, um alles Mögliche und um die Art zum Reiten, zu reiten. Und mit den Fragen wollen wir uns jetzt mal beschäftigen. Zum einen haben zwei von euch gefragt, wie das denn in den alten Quellen so aussieht. Zum Beispiel Gudrun Pfeiffer, liebe Krischkes, habt ihr Aufzeichnungen, wie in früheren Zeiten bei strenger Kälte die Winterarbeit durchgeführt wurde? Und gab es ein Abschwitzen nach der Arbeit oder entsprechende Decken? Oder sind das neumodische Erscheinungen? Und die Barbara Wensen: Bei der ersten Schneeflocke gerät der Verkehr im Norden Deutschlands ins Chaos, da bricht die Panik aus, Koppeln werden gesperrt, Hallen sind überfüllt. Ich frage mich immer, und jetzt zu euch, wie hat man das denn früher gemacht, als die Winter noch schneereicher waren und eine Fortbewegung nur per Pedes oder per Pferd ging? Gibt es Überlieferungen aus der Zeit des Barock? So, die gibt es natürlich. So habe ich zum einen mal den Newcastle. Der Herzog Cavendish schreibt darüber, dass die Pferde in einen warmen Stall, also die Jungpferde in einen warmen Laufstall und seine Pferde in einen warmen Stall kommen, womit er nicht meint, dass der geheizt war, sondern der war so ähnlich, wie wir das hier im Marstall haben, wettergeschützt. Also bei uns im Marstall sind noch nie in 20 Jahren die Tränke eingefroren, richtig? Richtig. Und ich war ja auch, ich habe in England geritten, in Bolsover Castle, genau in der Reitanlage, die auch auf den Bildern in seinen Büchern oder in seinem Buch skizziert sind, wo er geritten und gewirkt hat. Und ich war auch in dem Stall. Die Wände sind ähnlich dick. Die Fenster sind in diesen Stellen im Winter zu. Die haben aber die Ställe hatten früher oben eine Oberlüftung. Das ist auch bei uns noch zu sehen. Also ganz oben an der Decke sind Schächte, dass die Durchlüftung funktioniert von diesen Stellen. Und so bleibt in den Stellen im Grunde zumindest die Temperatur so gerade um die 0 Grad. Es friert nicht wirklich in, das Wasser friert nicht ein und es friert auch nicht alles ein. Davon ab, dass sie auch, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, auch bei der Jungpferdeaufzucht davon sprechen, bei den hispanischen, barbarischen Pferden, dass sie sie im Winter sogar eindecken. Und auch hauptsächlich drinne halten, denn sie sagen, sonst werden sie hässlich und Ja. bleiben klein. So, dabei sprechen wir natürlich von den Pferden an den Adelshöfen, die Sie Richtig. für die Reitkunst benutzt haben. Natürlich. Trotzdem haben Sie ja das ganze Jahr durch Pferde von Wagen gespannt und sind bei jedem Wetter durch die Gegend geknattert damit. Ja, Das aber waren dann. hier bei uns im Marstall waren die Wagenpferde ja auch untergebracht, war ja nicht anders untergebracht. Ja. Das Gleiche. Die wurden nur früher in Ständern gehalten. Es gab keine Boxenhaltung. Der große Unterschied. Aber man hat sich schon sehr um die Pferde gesorgt. Sind wir heute anderer Meinung im Großen und Ganzen durch Offenstallhaltung etc. etc. Aber das Reiten hat sich ja über die Jahrhunderte erhalten können. Und auch die Denke kommt wieder zurück. Von daher kann es jeder halten, wie er damit lustig umgehen möchte, würde ich sagen. Wie er meint, wie sich seine Pferde am wohlsten fühlen. Wir wissen von unseren Pferden, dass sie sich draußen bei dem
schlechten Wetter nicht. Oh je. Finde ich super. Super, nicht sehr wohlfühlen. Wer ist es denn? Wer Egal. weiß nicht, dass wir jetzt Sein, online sind? seine Frau arbeitet bei uns, er müsste es wissen. Oh Gott. Bei uns gearbeitet. So, jetzt haben wir die nächste Frage. Ich gehe auch gar nicht ran. Von Iris Gottschalk. Ah ja, das ist auch wieder eine Frage, die wir zweifach beleuchten können. Ohne Halle ist oft die Bodenarbeit, nach eurem Kurs übrigens großartig, schreibt sie, unsere Arbeit im Winter und dazu ruhige Ausritte. Oft muss ich mich der Kritik stellen, kein Konditionsaufbau. Und ein wenig fülliger wird mein Welschkopf auch, dickes Fell. Scheren habe ich seit 2 Wintern abgewählt. Wie bringt ihr die konditionelle Arbeit in euer Pferd? Und die Sabrina Alba, bei uns bewegen sich die Ponys im Winter sehr wenig in ihrer Freizeit. Die Weiden sind immer noch zu nass und auf eigentlich recht großen Paddock sehe ich sie nur fressen. Ich bin im Moment hin und her gerissen zwischen meinen 10-Minuten-Einheiten und dem Drang, das Pferd bewegen zu müssen. Also Longe, längeres Reiten und so weiter. Wie handhabt ihr dieses leidige Thema im Winter? Ich bin gerade besonders verunsichert, da es in meinem Pensionsstall erst gestern eine Kolik gab, die vom Tierarzt auf zu wenig Bewegung zurückgeführt wurde. Also bei uns ändert sich im Winter gar nichts. Naja, nun haben wir aber auch diese tolle Reithalle, ne? Ja, wir haben nun mal ein Reithaus, das genauso temperiert ist wie der Stall auch. 1,20 Meter dicke Wände. Das Einzige, was bei uns eben ist, dass gewisse Wiesen, Weiden im Winter nicht benutzt werden können, weil sie sehr, sehr nass sind. Aber konditionieren, unsere Pferde sind nicht besonders gut konditioniert, das muss ich dazu sagen. Also, das, was man so von Sportpferden oder von anderen Pferden kennt, das können unsere Pferde nicht leisten. Unsere Pferde sind Reitkünstler. Die können auf den Punkt hohe Leistungen bringen. Das tun sie auch sehr gerne, weil die Energie vorhanden ist und auch nicht weggeritten wird. Von daher, also wie gesagt, bei uns ändert sich nicht, aber ihr müsst natürlich nach euren Gegebenheiten, wie ihr die Pferde aufgestallt habt, dann damit umgehen, wenn der Tierarzt sagt, das kommt von zu wenig Bewegung. Weiß ich nicht. Da müsst Hast du ihr. das schon mal gehört, Chris, dass wenn die Pferde sich bewegen könnten, aber nicht freiwillig bewegen, dass sie davon Kolik bekommen können? Ich glaube, wir müssen bei dem ganzen Thema natürlich immer bei Ideologie, Interpretation und diese Dinge natürlich mit einbringen. Zum einen ist es erstmal so, wenn ein Pferd sich nicht viel bewegt, klar, dann wird die Verdauung weniger angeregt. Ein gesundes Pferd wird sich entsprechend weniger halt eben auch zu sich führen an Energie, nämlich das, was es an Energie braucht und das, was es an Energie verbrennt. Wenn ich jetzt ein Pferd habe und fütter das so wie im Sommer, als ich zum Turnier gefahren bin, als ich Ausritte gemacht habe und so weiter und führe viel zu viel Energie zu, die dann nicht verbrannt wird, die das Pferd dann nicht braucht und das Pferd ist nicht zu jung und nicht zu alt, dann kann es natürlich eben sein, dass das eben erstmal alles auch nicht so entsprechend verarbeitet werden kann. Dann kann das zu wenig Bewegung sein für das, was ich an Energie zuführe. Und das kann den Körper durcheinander bringen. Ich kann ein Pferd haben, was sowieso schon prädestiniert ist dafür, dass es Magen-Darm-Probleme hat. Und auf Bewegung zur Anregung des Stoffwechsels und etc. dann auch braucht, ja, dann kann es zu wenig Bewegung sein. Das ist sehr individuell. Also da muss man schauen. Ich kann nicht einfach sagen, okay, Pferd wird zu wenig bewegt. Es gibt Pferde, die stehen den ganzen Tag und es sind wahrscheinlich 80% der Pferde, die stehen in erster Linie auf dem Paddock nur rum. Die bewegen sich da nicht. Genau. Ja? Und ob du die in eine Box stellst oder draußen auf den Paddock, ist mehr oder weniger schon fast egal. Offen Stall mit einer etwas größeren Herde oder so, kann das schon mal sein, dass die sich ja irgendwie ein bisschen mal durcheinander bewegen, aber so wirklich effiziente Bewegungen machen die nicht. Also das muss man vernachlässigen, sondern man muss eher wirklich auf das ganze Pferd gucken und mal schauen, wie gesund ist es denn überhaupt. Ne? Und kommt es eher daher? Ne? Hat es Mangelerscheinungen? Hat es sowieso vielleicht auch, ich sag mal,
Atemprobleme, Muskulaturprobleme und so weiter. Also, dass da vielleicht halt eben auch so diese ganze Darmtätigkeit und so weiter eingeschränkt ist. Grundsätzlich glaube ich, ein gesundes Pferd, was du normal bewegst und dann auf den Paddock stellst und sich dann auch mal 3 Tage nicht bewegt, wird nicht eine Kolik dadurch kriegen. Also ich denke, dass Koliken sowieso eine reine Zivilisationsangelegenheit ist. Ich wüsste nicht, bei Wildpferden, bei Zebras und so weiter, dass es Koliken gibt. Allerdings hast du da natürlich die Prädatoren. Wenn dann jeweils ein Pferd Kolik bekommen könnte oder täte, kämen die Prädatoren und würden das Pferd selbstverständlich Ernten. ernten, wenn wir es so nennen wollen, und auffressen. Ja. Aber je zivilisierter die Pferde gehalten werden, desto größer wird auch die Gefahr der Kolik. Darüber müssen uns alle im Klaren sein. Ich möchte Ich dazu würde aber noch was. was zu dem, Entschuldigung, Mach du mal. ich würde noch was zu dem Konditionsaufbau sagen. Also Mhm. grundsätzlich. Also man muss natürlich immer schauen, für was halte ich das Pferd? Was für ein Pferd habe ich da? Was möchte ich denn mit dem Pferd machen? Und mir muss klar sein, wenn ich im Winter mein Training zurückfahre, das machen viele Sportler auch, dann brauche ich irgendwann den Konditionsaufbau, dann muss ich irgendwann die Muskulatur wieder anregen. Ich brauche eine grundsätzliche Bewegung, ja, aber ich muss ja nicht für das trainieren, was ich im Sommer gemacht habe und das, was ich im nächsten Sommer machen werde, wenn ich zurückbaue, wenn ich eine Winterpause mache. Ne? Wenn ich natürlich einen Hochleistungssportler habe, dann möchte ich einen Grundumsatz natürlich auch, was Energieverbrennung und so weiter angeht, natürlich drin lassen. Dann möchte ich keinen Muskulaturabbau haben. Wenn ich aber ein Freizeitpferd habe und sage, okay, ich kann sowieso nicht so viel im Winter machen, ja, dann muss ich mein Programm daraufhin abstimmen und sagen, das ist okay, dass der jetzt weniger tut, weil ich weniger tun kann. Da muss ich auch mit der Fütterung aufpassen und so weiter, und muss das entsprechend ja anpassen. Aber die Frage ist halt immer, habe ich wirklich einen Leistungsabfall dadurch, dass ich Konditionsabbau habe? Weil wenn die Kondition zur Leistung, die ich abrufe, passt, habe ich eigentlich kein Problem. Ich muss nur dann in das richtige Aufbauprogramm wieder gehen, dann, wenn es in das schöne Wetter geht. Na, ich kann natürlich nicht Folgendes machen und sagen, okay, im Winter habe ich jetzt weniger gemacht. Und beim ersten Sonnenstrahl mache ich erstmal 4 Stunden Ausritt. Na, oder geh mal fünf, sechs Galopprunden irgendwo. Ne? Ihr kennt doch das Lied "Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt". Da haben die Pferde im Winter auch nicht mehr getan. Haben die bestenfalls noch ein bisschen Holz reingeholt oder irgend sowas. Ansonsten hatten die Pferde zu der Zeit auch Pause. Jetzt bin ich dran. Okay. In diesem Kommentar oder in dieser Frage von der Sabrina schwingt mit, dass zwischen meinen 10-Minuten-Einheiten und dem Drang, das Pferd bewegen zu müssen. Ich möchte dazu noch mal ganz deutlich sagen, dass wir unsere Pferde nicht nur 10 Minuten bewegen. Unsere Pferde, wenn ich denen was Neues beibringe, kann es sein, dass die Einheit nach 5 oder 10 Minuten vorbei ist, weil wir einen großen Lernfortschritt, den ich gerne konsolidieren möchte, erreicht habe. Aber wenn ich Dinge tue, die mein Pferd schon kennt und kann, dann habe ich durchaus die Möglichkeit, mein Pferd auch eine halbe Stunde zu reiten oder zu bewegen oder Freiarbeit zu machen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss. Es geht dabei um die Konzentration und um das Erlernen von Neuem. Und natürlich musst du nicht nur 10-Minuten-Einheiten machen. Also das ist irgendwie, hat sich das in den Köpfen der Leute festgesetzt. Wenn wir junge Pferde arbeiten, ja, fangen wir an mit ganz kurzen Einheiten, aber weil sie lernen müssen, was wir von ihnen wollen. Aber wenn ich was mache, was wir können, dann kann ich das auch länger machen. Also unsere Reiteinheiten tatsächlich, die normalen Reiteinheiten von den Pferden, die schon ein bisschen was können, die liegen zwischen 20 und 30 Minuten. 30 Minuten länger machen wir selten, Ausritte schon mal länger. Aber wie gesagt, unser Ziel ist ja auch nicht der Hochleistungssportler. Unser Ziel ist ja der Künstler. Und ein Künstler malt ja auch nicht Bilder, bis ihm die Finger wehtun, sondern er malt die Bilder, solange er warme Finger hat und die Handgelenke schön locker sind und er Bilder malen kann. Das gleiche gilt für einen Musiker. Ne? Okay, ich mache mal weiter. Jetzt kommen 3 Fragen zum Thema Aufwärmen. Zum einen Charline Graf. Mein Islandpferd steht im Offenstall und wir fangen meist direkt vom Boden mit Seitengängen an. Ich höre oft, dass man, um die Sehnen und Bänder zu schützen, erst mit geraden Linien anfangen sollte. Wie fangt ihr bei kalten Tagen an? Falls ihr auch mit Handarbeit anfangt, wie lange arbeitet ihr vom Boden, bis ihr aufsteigt?
Martina Beinlich, müssen Offenstallponys und Pferde eurer Meinung nach im Winter extra aufgewärmt werden? Und die Franzi Bauer, wie habt ihr das Arbeiten von. Nee, das machen wir extra. Okay, also, es geht uns auch an. Ja, ich musste mich gerade rein konzentrieren. Das ist ja eigentlich eine Frage an den Also, ich. Physiotherapeuten, ob wir im Winter länger und mehr aufwärmen müssen. Ja. Ein bisschen geht das eigentlich an die Frage vorher auch dran, was möchte ich mit dem Pferd machen? Was für ein Pferd habe ich da und wie reite ich? So, diese ganze Geschichte mit den geraden Linien und so weiter hat ein bisschen damit zu tun, dass die Reitideologie, die üblicherweise über viele Jahrzehnte ja auch in den Ställen und Reitbahnen gelehrt worden ist, hatte mit entsprechendem Tempo zu tun. Und Seitengänge ritt man nicht im Schritt und schon hat sie nicht an der Hand gemacht, sondern sie wurden im Trab und Galopp geritten. So, und das entsprechende Tempo, was abverlangt wird und wurde, ist eigentlich eins, muss man ganz ehrlich sagen, wissen wir heute, das ist zum Teil zu schnell. Da entstehen Scherkräfte. Gehe ich nun auf gebogene Linien und rufe ich nun für diese Gelenke, Muskulatur, Sehnen und Bänder entsprechende Scherkräfte ab, dann ist das natürlich eine hohe Belastung. Der Muskelapparat ist dafür dann in diesem Moment ungeeignet. So, weil wir dann auch 45, 60 Minuten entsprechendes Tempo Sport abverlangen. Das bedarf einer entsprechenden Vorbereitung des Körpers generell, aber dann eben auch, wenn ich in die Einheiten gehe, dass ich dann länger im Schritt unterwegs bin, etc. So, wenn ich jetzt mein Pferd in der Reitidee, wie ihr sie lehrt und wie wir sie in den Kursen vermitteln und wie ich jetzt auch mal bei der Charlene Graf erstmal voraussetze und auch bei der Martina Beinlich, wo wir es ja auch wissen, okay, die machen Dinge in dieser Art und Weise, wie wir sie hier besprechen, dann wärmt ihr die Pferde ja auf in den Seitengängen und ihr macht Seitengänge nicht unter diesen wahnsinnigen Scherkräften, wie sie dort abverlangt werden. Wenn ich nun 10 Minuten an der Hand oder vielleicht Viertelstunde an der Hand arbeite, weil das ist eigentlich eine sehr kurze Zeit, und steige dann auf und reite noch 10 Minuten, dann werde ich nichts eigentlich Schädliches für den Körper tun. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, so ein Offenstallpferd, was macht es? Es steht da rum. Das heißt aber nicht, dass die Gelenke, Sehnen und Bänder jetzt eigentlich erstmal in so einem kompletten Nullmodus sind. Und wie ein sitzender Mensch müsste ich nun diese Gelenke aufwärmen. Wolfgang hat gerade schon mal über den Predator geredet, ne? Also das Pferd in der freien Wildbahn kann ja auch nicht sagen: Hallo, Moment, ich mache erst meine Dehnübungen, dann kannst du mich jagen, weil dann kann ich wegrennen. Das nimmt nicht sofort Schaden, sondern es hat ein bisschen einfach damit zu tun, wenn ich Dinge abverlange, die für den Körper absolut physiologisch unlogisch sind. Zu hohe Belastung, auch was Sport angeht. Wenn ich also danach entsprechend viele Runden im Trab und Galopp unterwegs sein will, dann würde ich empfehlen, ein entsprechendes Aufwärmprogramm zu machen. Aber bei dem, was ihr typischerweise von uns mitgeteilt bekommt, in den Kursen mit Beteiligung oder in Bückeburg vor Ort seht und gelehrt bekommt, da seid ihr eigentlich schon mit der ersten Einheit an der Hand oder auch das, was ihr an Tagesprogramm, Aufwärmprogramm ja in den Seitengängen unterm Sattel macht, da seid ihr super dafür vorbereitet, danach 10 Minuten, Viertelstunde, egal in welcher Gangart war, etwas zu tun. Ja. Wir hatten noch ganz kurz bei der ersten Frage kam noch das Wort Trockenreiten dazu. Das brauchen wir nicht. Unsere Pferde schwitzen nicht. Wir bringen sie nicht zum Schwitzen in der Arbeit. Und das Trockenreiten an sich würde dann auch nicht gerade zu dem Thema der Motivation bei Pferden passen, weil wir die Pferde nicht am Motivationspunkt vorbeireiten, sondern so lange reiten, wie wir merken, dass die Motivation zum allerhöchsten Grad noch da ist und dann hören wir ja auf. Würden wir dann danach die Pferde trocken reiten, würden wir auch an der Motivation Schaden nehmen. Von daher ist es so unsere Art und Weise, nicht so viel zu reiten, dass die Pferde schwitzen. Und wenn es dann doch mal passieren sollte, aus irgendeinem Grund, weil Stress oder sowas da ist, dann kommen die halt in Abschwitzdecke. Wohlgemerkt, also alles das, was wir jetzt gerade gesagt haben, hat mit der Idee des Reitens zu tun, über die wir hier typischerweise dienstags sprechen.
Hat nicht damit zu tun, ihr wollt halt 60 Minuten entsprechende sportliche Aktivität abrufen. Ja, Das oder ist was anderes. Distanzpferde und so weiter. Das ist ein ganz anderes Training. Darüber können wir auch keine Auskunft geben, weil wir uns da nicht mit auskennen. Habt ihr was? Ich hoffe, ich habe Sie richtig verstanden, die Franzi Bauer. Wie handhabt ihr das Arbeiten von blütigen südländischen Pferden, wenn es kalt ist? Ich bemerke, dass diese Pferde deutlich länger brauchen, um warm und locker zu sein, als zum Beispiel meine Kaltblutstute mit dickem Winterfell. Das kann ich überhaupt Überhaupt nicht nicht. bestätigen, im Nein. Gegenteil. Aber gut, nun frieren unsere Pferde auch nicht. Also ich kann dir nur eins sagen, dass unsere Pferde im Winter, wenn es kühler wird, mehr Temperament zeigen und Feurig Arbeitslust sind. zeigen, als wenn es heiß ist. Und das finde ich einen guten Ausdruck, den wir vielleicht auch für die späteren Farben, Fragen noch beibehalten sollen. Arbeitslust, Arbeitsmotivation, weil da wird noch ein bisschen was kommen. Und das ist manchmal auch die bessere Vokabel vielleicht für so andere Dinge, die da noch mitschwingen später. Ja, also ich kann mir nur vorstellen, dass wenn die, es begegnet mir immer wieder, dass wir diese blütigen südländischen Pferde mit von Natur aus etwas dünnerem Fell in den Offenstall stellen und denen keine Decke aufziehen können, weil die anderen die sonst zernagen, dann bekommen die zwar einen Winterpelz, aber nicht den vergleichbaren wie die Kaltblutstute mit dem dicken Winterfell. Dass die Pferde grundsätzlich immer ein wenig frieren. Und das kennst du von dir selber, wenn du frierst, dann bist du auch erstmal klamm und magst dich nicht gleich mit einem schweren Rucksack beladen. Das ist, glaube ich, auch grundsätzlich tatsächlich auch eine individuelle Geschichte. Wir haben beides. Wir haben Pferde, die den ganzen Tag draußen sind, die im Offenstall bleiben. Und wir haben Pferde, die eigentlich sehr gut im Offenstall aufgehoben wären, aber die keine Lust darauf haben. Die sagen um 17 Uhr, wenn es dunkel wird und wenn es sowieso schon Mistwetter ist, ich will rein. Ich habe keine Lust mehr. Kann ich bitte rein? Ich sage mal, bestimmt ein Drittel, wenn vielleicht sogar fast die Hälfte unserer Pferde legen keinen großen Wert, bei dem Wetter draußen rumzustehen. Wir tun sie raus, weil wir sagen, du musst auch raus an die frische Luft. Der Ja, Junge der muss Junge muss an mit. die frische Luft. Aber du siehst, sie bleiben da stehen. Sie wiehern ständig uns an, wenn sie uns sehen, weil sie sagen, will ich jetzt wieder rein? Ja, also das können wir nicht bestätigen. Aber das ist sicherlich der Gesamtumgang und es ist wahrscheinlich auch ein kleiner Unterschied, ob ich Wallache habe und Stuten. Bei den Wallachen wisst ihr ja auch, dass sie im Winter deutlich mehr Haare haben als ein Hengst zum Beispiel. Ein Hengst bildet längst nicht so ein langes Haar wie ein Wallach. Und weil ein Hengst heizt auch von innen mehr auf. Sein Hormonhaushalt ist ein ganz anderer, als es bei einem Wallach ist und von daher kann ich das nicht Und dann bestätigen. klemme ich mich noch ein bisschen an den Worten locker, dass diese Pferde deutlich länger brauchen, um warm und locker zu sein. Was ist denn locker? Naja, Ist der vorher nicht locker? locker ist, wenn ein Pferd schön schwingt, wenn es schön durch den Körper läuft. Das ist schon, also bei älteren Pferden sieht man schon manchmal, dass du ein bisschen länger brauchst, bis sie dahin kommen. Oder bei Pferden, die noch nicht gut durchgeritten sind, die sich eben körperlich noch zurückhalten, weil sie ein bisschen verspannt sind. Aber das hat eigentlich, ja, das hat schon etwas damit zu tun, wie viel ich sie bewege. Aber es hat damit was zu tun, wie ich sie bewege. Das kann ein Motivationsthema sein. Also je nachdem, wo die Pferde herkommen, wie lange man sie vielleicht auch schon hat, was sie vorher erlebt haben, haben sie vielleicht auch nicht so einen Riesenspaß an der Reitbahn und sagen erstmal, ich gucke mir erstmal an, was da kommt. Ja, das ist ein ganz gutes Ding, was du gerade sagst, Chris. Weil im Winter ist dann die Reithalle angesagt und da wird dann immer Dressur geübt. Und im Sommer gehen wir spazieren reiten. Und da muss man sich nicht wundern, dass das Pferd sagt, schon wieder Kreise laufen. Ja. Manchmal hat es auch mit der eigenen Konzentration zu tun. Also wenn man noch im Büro oder irgendwo auf der Arbeit gedanklich ist, braucht man selber vielleicht tatsächlich, obwohl man denkt, man ist schon angekommen, braucht man selber vielleicht mal auch mal 5 Minuten
10 Minuten, bis man so selber so wirklich in der Reitbahn und beim Pferd angekommen ist. Ne? Ja. Klingt das Telefon noch oder man hat so eine Smartwatch, auf die man dann irgendwie auch nochmal drauf guckt. Ach, Eine da hat super auch schon wieder irgendwas getan. Frage. Ja. Die Laura Sophie von Gersdorf. Da ich mit der Bahn zur Arbeit pendle und oft spät im Stall bin, wo ich dann nicht mehr reiten kann, denn unter Zeitdruck tue ich das meiner Stute nicht an. Wenn ich sie nicht jeden Tag arbeite, ist sie am nächsten Tag so fest wie ein Brett. Habt ihr ein kleines Handarbeitsprogramm, das die Gymnastizieren, das das Gymnastizieren Reiten ersetzen kann? Na klar. Und auch Freiarbeit mit dem Pferd, Vierfieren auf Zuruf, einen schönen spanischen Schritt, galoppieren auf einem kleinen Zirkel, das kann man alles auch erlernen. Motivation durch Freiarbeit oder Ja. eben durch leichte Handarbeit. Aber darüber könnt ihr euch bei uns in der Akademie wirklich die richtigen Kurse reinziehen und erfahren, wie es tatsächlich den Pferden hilft und gut tut. Und dann kriegt ihr für euer Pferd dabei, wenn ihr euch mit den Kursen oder in solch einem Kurs beschäftigt und an den Kurs durchzieht, kriegt ihr auch einen Dreh raus, was für euer Pferd gut ist und was eurem Pferd keinen Spaß macht. Das ist ganz, das. Ansonsten kann man natürlich noch tausend andere Sachen auch machen, noch drumherum. Man kann mit Wärmedecken arbeiten, man kann Dehnübungen machen, man kann mit Balance Pads arbeiten, also das Pferd auch schon vor der Bewegung ein bisschen im Stand bewegen, massieren, Akupressur, also alles Dinge, die auch helfen können, den Körper schon mal ein bisschen auf Bewegung vorzubereiten oder tatsächlich auch ein bisschen indirekt bewegen lassen. Um halt eben das Pferd schon mal ein bisschen für die Bewegung, die dann kommt, vorzubereiten. Ne? Oder als Alternative einfach mal so einen Massagetag einzulegen. Ne? Und das Pferd mal ordentlich durchzumassieren, um mal zu gucken, okay, wo sind denn so Verspannungen, die dann den nächsten Tag dazu führen, dass da so ein Brett ist. Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn das Pferd den ganzen Tag draußen im Regen und in der Kälte gestanden hat, ja, ist bei uns genauso. Wenn ich dann Bewegung abrufe, bin ich auch nicht so super beweglich. Ne? Das dauert dann tatsächlich so. Ne? Ja, ich sage es nochmal, es ist ja die Frage, ob ihr im Winter dann wirklich mehr Dressur reitet, als ihr es im Sommer macht. Aber ein schönes Beispiel wäre doch zum Beispiel, ihr baut euch mal einen Trail auf Das wollte ich auch gerade sagen. und ihr macht mal eine ruhige Arbeit mit den Bisschen Pferden, über die Stangen seitwärts ja, treten. der Pilonen, rechts, links, Trail hat, kann er sich Bewegung. zum Beispiel bei Flipflame. unserer Freundin Sarah Bald den Trail auch leihen und ihr könnt euch mal einen Trail für eine Woche oder 2 Wochen auf den Hof stellen. Den teilt ihr euch einfach mit ein paar Reitern, dann ist die ganze Sache auch bezahlbar. Und dann übt ihr mit euren Pferden mal ein paar andere Sachen als immer nur Dressur. Ne? Genau. Stefanie Bauer. Bei Kälte brechen die Knochen leichter. Lasst eure Pferde bloß nicht frei laufen. Ist da was dran an dieser Aussage? Oder ist das eine Ausrede für stundenlange Ablongieren und dafür, dass die Ställe nicht genug befestigten Auslauf im Winter zur Verfügung stellen können oder wollen? Ja, dann müssten ja die meisten Pferde in der Mongolei im Winter sterben. Weil die Eisknochen haben. Da ist es nachts bis 50 Grad minus, Leute. Weiß ich, also nee. Nein, Nee. das Problem ist ein anderes. Das Problem ist in der klassischen Boxenhaltung, wo wir vielleicht eine zu kleine Box haben, wo wir dann die entsprechenden blütigen Pferde haben, die wenig bewegt werden, die aber eins kennen: In der Halle geht die Post ab. In der Halle Ja. darf ich rennen. Wenn ich diese Pferde nun nach zu wenig Bewegung in die Halle entlasse und lasse sie dann auch rennen, dann ist die Muskulatur natürlich auf das, was da kommt, nicht vorbereitet. Nicht der Knochen ist das Problem, sondern das fehlende Bewegungsmuster, die fehlende Balance dieser Pferde, die Übermütigkeit, das unkontrollierte Laufen, das führt dann dazu, dass ein Knochen bricht, weil ein Sturz gebaut wird. Oder weil halt Sehnen und Bänder sowieso auch das ganze Konstrukt nicht mehr halten können, weil schon Vorschädigungen da sind und, und. Also ein bisschen nachdenken darüber, was da abgerufen wird. Und wenn ich damit umgehen kann, dann ist halt dieser Übermut vielleicht auch das, was Wolfgang gerade so schön gesagt hat, die nötige Motivation für das, was ich machen könnte mit diesem Pferd. Ja, und Knochenbrüche passieren im Winter meistens draußen auf den Paddocks und auf der Weiden, weil die sind nass, die sind rutschig, die Pferde fallen hin.
Oder der Boden ist gefroren, total uneben, da wo die Pferde immer in den Einläufen, da wo die Türen sind und so weiter, da gefriert der Boden, der ist vollkommen krumm und schief und die Pferde bremsen dann in diese Löcher rein und dann können natürlich diese Fissuren oder sonst Dinge passieren. Dazu wollte ich auch noch etwas sagen, als wir noch keine Hallen hatten, die Christine und ich. Aber wir schon beruflich geritten haben, habe ich immer sehr, sehr darauf geachtet, was der Wetterbericht gesagt hat. Und wenn der Wetterbericht Frost angemeldet hat, habe ich abends noch den Paddock bzw. den Reitplatz abgeschleppt, dass wir auch auf dem Reitplatz noch arbeiten konnten, wenn der gefroren ist. Dann arbeitet man zwar weniger, man galoppiert nicht und so, aber wir konnten dann immer gewisse Übungen machen, weil der Boden plan war. Wenn ihr natürlich den Boden einfrieren lässt mit all diesen Trittsiegeln, die da drinne sind, das ist unfassbar gefährlich, mit den Für Pferden die darauf zu Seelen. arbeiten. Dann Ja. passieren wirklich ganz doofe Dinge. Marianne Lutsch hat auch noch so eine Legende. Mir wurde als Kind beigebracht, unter 5 Grad nicht mehr zu galoppieren und unter 0 Grad nur noch Schritt zu reiten, damit die Lunge des Pferdes keinen Schaden nimmt wegen der kalten Luft. Inwieweit kann man das heute noch als Richtlinie verwenden? Ich sage es nochmal, denkt man an die Pferde in der Mongolei. Pferde können extrem gut mit Kälte umgehen. Ich habe aus Kanada Pferde importiert. Auch im Winter habe ich Pferde gekauft in Kanada, Quarter Horses. Und ich bin auf Weiden gewesen, wo wir tagsüber 20 Minus hatten und nachts 30 Minus. Ich kann nur sagen, den Pferden ging es gut da drüben. Die kamen mit der Kälte absolut klar. Und die Rancher, die fuhren dann mit ihrem Pickup auf die Weide. Dann wird gehupt, die hatten immer hinten auf dem Pickup Heuballen draufstehen, dann wird gehupt und dann kommen die Pferde im Galopp an. Durch den Aus Schnee. irgendwo, da konnte man nicht sehen, wo die waren, das ist ja alles hügelig, das war in Alberta, das war alles hügelig und plötzlich kommen dann da 20, 30, 50 Pferde hergaloppiert. Nee, ich kann nicht sagen, dass die Pferde da in Kanada krank waren, auf der Lunge oder sowas. Nein, ich habe ja auch Ankaufsuntersuchungen machen müssen, wenn ich die Pferde geholt habe. Ja, kleiner Einschub. Auch hier haben wir das Thema, was habe ich für eine Rasse? Wie ist das Pferd aktuell konstituiert? Hat es vielleicht sowieso schon Atemprobleme? Hat es sowieso schon Lungenprobleme? Halte Wird es sonst halt eben mit Samthandschuhen angefasst? Und hat es vielleicht halt eben auch Zwerchfellprobleme? Atemfunktion ist dadurch eingeschränkt und all diese Dinge. Natürlich passieren, je kälter es wird, passieren natürlich auch andere Prozesse im Körper und die können dann schädigend sein, wenn es dann wenn die Lunge darauf einfach nicht trainiert ist. Wenn ich jetzt also ein Pferd, nachdem jetzt gerade eben gestern ein Temperatursturz war von plus 15 auf minus 10 oder was auch immer, und dann gehe ich her und dieses nicht für diese Kälte trainierte Pferd, fange ich nun an zu galoppieren, ja, dann kann das nach hinten losgehen. Wenn ich jetzt schon 3 Wochen Minusgrade habe und bin jeden Tag mit dem Pferd unterwegs gewesen, dann ist die Lunge darauf trainiert, etwas zu tun. Ja, und dann kann sie auch besser mit der Kälte umgehen. Das ist bei uns genauso. Wir merken ja auch, okay, das wird kälter, da kann ich ja ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Aber halt eben dann vielleicht nicht morgen den Distanzritt halt eben ansetzen. Und deshalb, auch da sind wir ein bisschen bei der Sportreiterei, wo halt übermäßig viel lange galoppiert wird und von jetzt auf gleich dann eben bei minus 5 Grad zu galoppieren, könnte dann halt eben schwierig werden. Da fällt mir gerade noch etwas zu ein. Pferde wurden früher im Winter auch genutzt. Beim Holzeinschlag, wo sie extrem viel arbeiten müssen, weil es wurde viel im Winter eingeschlagen, nicht im Sommer. Im Sommer hatten die Leute was anderes zu tun. Da wurde gepflanzt, im Winter wurde ge geerntet im Wald. Und die ganzen Schlittenpferde. Was meint ihr, wie viele Droschken es im Schlitten gab? Also Ja, und immer Transport. noch gibt, ja. Ja, und auch noch gibt Transport, wirklich Menschentransport im Schlitten und die mussten auch leisten. Die wurden im Trab, was weiß ich, Orlauftraber, die mussten am Tag da 30, 40 Kilometer von dem Schlitten ziehen. Und die gingen auch richtig im Dampf. Ne? Nun haben sie aber bei den Schlittenpferden wurde, das weiß ich noch aus der Kindheit bei mir im Winter und auch bei den Bauernpferden, die im Winter hatten, die hatten immer eine Decke auf dem Rücken, dass der Rücken nicht kalt wird. Da lag immer eine Decke oben drauf. So. Jetzt kommen wir zu den Pferden, die gute Laune haben, wenn es kalt wird. An einem Start. Bei den kalten Temperaturen sind die Pferde ja einerseits eher steifer und gleichzeitig etwas energiegeladener. Wie kommt ihr frisch an die hohe Leistung, ohne das Pferd zu überfordern?
zu überfordern. Und Viktoria Hake, wie geht ihr damit um, wenn die Pferde mehr oder zu viel Energie haben, da sie im Winter weniger Platz zum Toben und Spielen haben und dann in der großen Reithalle aufdrehen? Wir freuen uns dann. Ich finde das toll. Dann können wir genau die Dinge üben, wo sie bei großer Hitze keine Lust zu haben. Zum Beispiel Piaffe, Passage, solche Sachen, Messer. Oder wenn ich ein Pferd an die Schulsprünge bringen will und ich merke, oh, heute ist da richtig Dampf. Darum lasse ich meine Pferde auch eigentlich, es sei denn, wir haben große Shows oder sowas, kommen die erst nach der Arbeit auf den Paddock. Ich möchte meine Pferde frisch haben. Kommen nach der Arbeit raus, nicht vorher. Ich will sie frisch haben, aber das muss jeder. Ich kann sehr gut mit sehr viel Temperament umgehen. Mir macht es Spaß. Ich mag keine triebigen Pferde. Aber das muss jeder für sich selber, für sein Temperament persönlich und auch für seinen Mut persönlich entscheiden, wie er mit diesem Temperament umgehen kann oder nicht. Wenn ihr meint, ihr habt sie lieber ein bisschen ruhiger, dann lasst sie doch vorher toben. Und wenn ihr die Energie nutzen wollt, wie ich es gerade sage, oder Christine macht das auch mit ihrem Pferd, die freut sich furchtbar, wenn das Pferd richtig Dampf hat und Motivation hat und nicht erst nach dem Fliegenausflug auf dem Sommerpaddock, wenn sie 3 Stunden lang von den Bremsen genervt worden sind, dann haben die auch keinen Bock mehr zum Arbeiten. Nicht? Und so ist es bei uns, aber das müsst ihr selber wissen, wie ihr damit umgeht. Ich würde noch was ergänzen. Also viele von euch kennen ja auch vielleicht aus dem einen oder anderen Seminar unser Gegenüberstellungsbild aus dem Kurs Legerté. Das haben wir auch noch in anderen Kursen nochmal wieder mit eingebaut. Unter Kontrolle halten und unter Kontrolle sein. Ein gutes ausgebildet oder ein gutes balanciertes Pferd ist einfacher unter Kontrolle zu halten, obwohl es vielleicht Dampf hat, obwohl es gerade motiviert ist, als eins, was ich zwanghaft versuche unter Kontrolle zu halten. Das kann ich nicht in der Situation machen und üben, in der das dann passiert. Aber wenn ich über den Sommer hinweg zum Beispiel eben mit den ganzen Werkzeugen aus den Intensivkursen oder aus Vor-Ort-Seminaren bei euch, Week Student etc., einem guten Trainer ein Pferd in Balance gebracht habe und kann mit der Motivation umgehen, dass ich eben mit mehr Energie das umleiten kann in mehr Versammlung, in längere Versammlungen etc., dann brauche ich da kein Zwangmittel. Ganz im Gegenteil, das Pferd wird sagen, hey, das ist ja cool, wir können hier noch ein paar andere Sachen machen und man freut sich selber auch darum. Und natürlich, man darf jetzt natürlich nicht unbedingt Angst haben, weil wenn man jetzt Angst dazu bekommt und Angst und schon, ich sag mal so, diese self-fulfilling prophecy, oh, der wird heute aber abgehen, da habe ich eigentlich Angst vor, wenn ich so schnell in die Bahn gehe. Dann Dann wird passiert. das Murphys Gesetz sein, das geht nach hinten los. Ne? Und es wird nach hinten losgehen. Möchte euch Mut machen, mit eurem Pferd so eine intensive oder so eine verständnisvolle Partnerschaft einzugehen, dass das Pferd zu jedem Zeitpunkt weiß, was dir gefällt, was du dir gerade wünschst und was dir gerade nicht gefällt. Und dass, wenn dir etwas nicht gefällt, du nicht handgreiflich werden musst, um das abzustellen, sondern dem Pferd sagen kannst, oh, bitte nicht. Bitte nicht. Mach lieber das und das. Und das Pferd sagt, na gut, dann mach mal das und das. Also, wenn diese Partnerschaft geklärt ist und das Tier mit dir gemeinsam Zeit verbringt und sich freut, von dir gelobt zu werden für die Dinge, die es tut. Und da liegt nämlich der Hase im Pfeffer. Wenn du es immer nur bewegst, weil es ja bewegt werden muss und weil du nicht sagst, hey, ich stell dir jetzt eine Aufgabe. Boah, das hast du super gemacht. Toll den Kopf runtergenommen. Boah, war das schön, wie du im Schritt angegangen bist. Guck mal hier, jo, Schulter herein, klappt. Also so sonnig dabei zu sein und dem Pferd immer Feedback zu geben. Das passt mir, das gefällt mir, das gefällt mir, das passt mir. Immer gut atmen. Nicht so, gleich passiert's. Das ist grundverkehrt. Wenn du Schiss hast, wird dein Pferd sagen, ey, hier ist irgendwas, wovor es sich lohnt, Schiss zu haben. Und dann fängt er an zu glotzen und dann sagt er so, jetzt renne ich mit dir. Also wenn du Glück hast, mit dir zusammen weg. Wenn du Pech hast, jetzt renne ich weg, weil du hast auch immer nur Angst, du bist kein gutes Leittier. Grundsätzlich umdenken. Nochmal ganz zurück zur Basishandarbeit. Wir haben einen Intensivkurs dazu. Nochmal ganz von vorne anfangen und sagen, ich nehme nur, was ich zulasse. Ich will nichts von diesem ganz Wilden und das mache ich in Liebe und in Partnerschaft. Habe ich ein kleines Beispiel dazu. Als ich anfing, mich mit dieser Art der Reiterei zu beschäftigen, die meisten wissen, dass ich aus dem Westernreiten
oder ganz ursprünglich aus dem Englischreiten komme, weil mich lange mit dem Westernreiten beschäftigt habe, dann fiel mir mal irgendwann dieses Buch in die Hand, Tänzer an leichter Hand. Das war das erste Buch, was Richard Hinrichs rausgebracht hat. Und da ist ein Spruch drin, den habe ich mir mein ganzes Leben gemerkt, frisch an die hohe Leistung. Das ist etwas, das ist, habe ich damals als Westernreiter noch nicht verstanden, weil da war das auch noch so, du musst Pferde müde reiten, damit sie das machen, was du tun willst, ja, oder sie so lange ablongieren, bis sie eben vernünftig werden. Und da stand dann frisch an die hohe Leistung. Und dann hat er da drinnen so ein paar Skalen, Leistungsskalen, wie man ein Pferd Piaffiert zum Beispiel, wann man damit, wann das Zünden anfängt, wann man es durchpiaffieren lässt, wenn man es ausstellt wieder und diese ganzen Geschichten. Das hat er sehr schön dargestellt da drinnen. Vielleicht lest ihr da mal drinnen nach in diesem Buch und dann werdet ihr vielleicht auch eine andere Philosophie versuchen zu verstehen, eben diese Energie zu nutzen vom Pferd, sie positiv zu nutzen und nicht sagen, oh Gott, mein Pferd ist heute wieder, hat heute wieder nach einer Steckdose geschlafen. Dann sagen, ja, heute habe ich die Energie. Ja, fehlen. Genau, heute ist der Tag da. Wir stecken jetzt einen Stecker rein und müssen gar nicht warten. Ne? Jetzt können wir Genau. direkt mit der Ja. Piaff oder mit der Versammlung, wer jetzt also nicht unbedingt da schon ist, aber kann dann vielleicht halt gerade über Seitengänge auch das Tempo rausnehmen, ohne Energie zu verlieren. Ne? Das ist Ja. also dann darüber entsprechend, dass ich sagen kann, okay, also gestern ging es Schulter herein nicht so gut. Ne? Da habe ich dieses brettharte Pferd gehabt, aber ach, guck mal, heute kann ich eine ganze Runde im Schulterhaar rein und wechsle Schulterhaar rein, Travers. Und aus dem Travers entsteht dann vielleicht auch mal so eine leichte Idee von Passage, weil da einfach heute mehr Energie vorhanden ist als sonst. Ja. Wunderbar. Süße Frage. Ich denke da auch drüber nach, liebe Gudrun Pfeiffer. Mich würde interessieren, wie ihr das bei minus 10 Grad mit den minus 10 Grad kalten Gebissen handhabt. Einfach rein ins Maul und die Pferdezunge dran festfrieren lassen, die taut ja schon wieder auf nach ein paar Minuten. Oder gibt es Aufzeichnungen darüber, wie es früher gemacht wurde? Wir haben im Stall leider keinen warmen Raum im Winter. Sorry, war natürlich nicht so gemein mit dem Zunge festfrieren lassen. Ja. Habe ich von Volker Laris gelernt und habe ich auch in Kanada gesehen. Die nehmen das Gebiss vorm Einlegen in den Mund in die Hand, bis es warm ist und dann legen sie es ein. Das habe ich in Kanada immer wieder gesehen, dass die Cowboys das gemacht haben und das habe ich, wie gesagt, bei Volker Laris auch gelernt. Der hat mir das auch gezeigt. Nimm das Gebiss in die Hand, bis es handwarm ist und dann legst du es dem Pferd ein. Denn es ist auch manchem Pferd nicht sehr angenehm, wie bei uns Menschen auch, etwas Kaltes an die Zähne zu bekommen. Ja. Das ist ein ganz einfacher Trick. Manchmal können da Da Verletzungen braucht sein. ihr keine warme Sattelkammer für. Da müsst ihr mal die Handschuhe ausziehen und legt mal die Hände auf das Gebiss. Das dauert nicht lange. 2 Minuten hat das, ist das Man Gebiss kann auch handhaben. die Jacke aufmachen, Trense rein, Jacke wieder zu, einmal so selber drüber hängen. Ja. Wir haben fließend warmes Wasser im Marstall. Wir können die unter warmes Wasser Aber halten. bei Und uns wenn ist es es hier viel. wirklich unangenehm ist, nimm dir eine Thermoskanne mit warmem Wasser mit Ja. und gieß ein bisschen Ja, warmes aber Wasser dann drauf. pass auf, dass sie nicht die Zunge verbrüßen. Na, warmes. Ja, warmes. Aber wie gesagt, Nein. bei uns ist es ja nicht Minus. Wir müssen uns da keinen Gedanken drum machen. Ja. Ja, das ist immer so, also die Sattelkammer ist mit Sicherheit immer so, kälteste ist vielleicht 5, 6 Grad oder so. Kälter ist das nicht. Ja, oder wer mit dem Auto da ist, die Trense einfach ins Auto legen, mitnehmen, ne, und dann aus dem Auto Ist eine rausholen. Wie Möglichkeit, gesagt, genau. die Hand, die ist immer da. Die muss ja nachher auch den Zügel halten. Und So. wenn ihr euch das in den Händen nicht zumutet, dann solltet ihr euren Pferden das auch nicht zumuten. Ein paar Sachen zu Bodenverhältnissen. Sophie Antonia, ist es schlimm, wenn man die höheren Gangarten in der Winterzeit aufgrund der matschigen, rutschigen Bodenverhältnisse fast gänzlich weglässt im Training? Oder ist es ein Muss, damit Körper und Geist des Pferdes ganzheitlich gearbeitet werden und es ausgelastet ist? Wenn du dein Pferd in Gefahr bringst, lass das bitte sein. Eben. Das ist doch die Logik. Um Man Gottes kann Willen. wunderbar im Schritt kann man arbeiten und ohne dass das Pferd wirklich an Muskulatur verliert oder halt an Leistung verliert. Klar, wenn ich ein Hochleistungspferd habe, was normalerweise Distanzritte geht, dann wird es an Konditionen verlieren über einen gewissen Zeitraum. Dann ist das so. Aber dann muss ich damit einfach auch leben. Und wie du gerade schon gesagt hast, also wenn die Bodenverhältnisse es nicht zulassen, warum sollte ich jetzt das tun? Also ich meine, also die Tierarztkosten sind hoch genug. Warum sollte man das machen? Davon bringst du dich selber auch in Gefahr. Ja, Stell mal vor, natürlich. du stürzt mit deinem Pferd. Es rutscht seitlich aus und du fällst unter das Pferd, brichst dir das Bein.
Um Gottes Willen, macht es so Aber ich glaube, groß. es ging vor allem um den zweiten Teil. Also, was macht man? Also, man kann wunderbar halt eben auch sehr hohe Leistungen, zum Beispiel eben über Versammlungen, auch fast an der Stelle durch Piaffieren etc. abverlangen, wo viel Arbeit im Pferd abverlangt wird, auch für den Geist. Ja, man muss einfach andere Dinge tun. Ne? Dann geht es halt eher halt an langsamere Sachen. Spanischer Schritt, rückwärts etc. Ja. Richard Henrich spricht Piaffieren übrigens in rückwärts, dem ja. Buch auch vom warmen Piaffieren. Ja. Das kann man durchaus machen. Ja, machen die Stehkämpfe auch. Weiter. Ja, ich muss meine Acht noch zu Ende malen. Nicole Honi, Entschuldigung. Nicole Honi. Inwieweit kann ich dem Urteilsvermögen meines Pferdes vertrauen, wenn er der Meinung ist, auf Schnee zu Hochform auflaufen zu müssen, also im Galopp durch den Schnee? Er ist aber immer kontrollierbar und wenn ich anfange, Schnappatmung zu bekommen, pariert er von sich aus durch. Zum Glück ist er auf Eis vernünftiger. Es handelt sich um einen Haflinger. Das kommt ganz drauf an, wie der groß geworden ist. Wenn der weiß, wo ein Maulwurfsloch ist oder wo ein Hamsterloch ist, dafür haben Pferde Sinne, wenn die das gewöhnt sind. Wenn aber nicht und du so ein verpimpeltes Boxentier hast, der eben nicht weiß, der das nur aus Stallmut macht, da wäre ich vorsichtig. Da habe ich ein tolles Beispiel dazu. Ich habe euch eben erzählt von meinen Wintereinkäufen in Kanada. Ja. Ich war auf einer großen Ranch. Der Rancher hupte, die Pferde kamen im Galopp. Ich habe die Pferde mir alle angeschaut, kam im Galopp über diese Riesenkoppel. Ich gehe rückwärts, trete in ein Loch von so einem Groundhog, von so einem Murmeltier und reiße mir die Achillesferse an. So, mein Ausflug in Kanada war beendet. Ich hatte solche Schmerzen, ich konnte überhaupt nicht mehr laufen. Ich habe da ein Jahr lang mit zu tun gehabt. Und die Pferde, das waren bestimmt 50 Pferde, kamen im Galopp auf dieser Koppel her. Und wenn ihr mal solche Koppeln im Sommer in Kanada seht, wo diese Groundhogs wohnen, das sind senkrechte Löcher, die sie in die Erde machen. Und dann geht es unten, gehen die Seitenabwärtsgänge dabei. Und die haben einen totalen Sinn dafür, obwohl da 20 Zentimeter Schnee liegt in der Prärie, wo diese Löcher sind. Da siehst du kein Pferd, das sich irgendwo eine Achse bricht oder irgendwas passiert. Die haben den Sinn dafür. Wir Menschen haben das nicht mehr. Aber die sind auf diesen Koppeln groß geworden. Die wissen ganz genau, wo die Schwachstellen sind. Und das ist Also, das, was Christine eben meinte. Wenn das Pferd darin geschult ist, ein Haflinger ist ja ein sehr, sehr trittsicheres Pferd. Das ist ja darauf gezüchtet, trittsicher zu sein als Saumpferd. Er wird schon wissen, was er kann. Aber er muss auch wissen, ob er das für dich macht oder für sich macht. ich habe ein paar Stunts im Galopp gemacht mit meinen Pferden. Ich mache es nicht mehr. Ja. Ja, ist einfach so. Ich Ja, bekomme was? dann Angst und dann merkt mein Pferd auch, hey, was denn los ist? Und dann sind wir nicht eins. Ich nicht. Du gerne. Anne Schatte, was tun, wenn der Sandplatz über Tage gefroren ist? Bei Seitengängen an der Hand, natürlich nur im Schritt, gibt mein Pony sich trotzdem die größte Mühe, alles richtig und schön zu machen. Aber durch das vorsichtige und teilweise nicht ebene Auftreten können die Lektionen nicht so richtig anmutig werden. Und ist eine solche Bewegung dem Muskeltraining überhaupt noch zuträglich? Ist es besser, ein Stück Wiese zu suchen, das dann zwar rutschiger, aber dafür ebener ist und den Sandplatz ganz zu meiden, Das habe ich euch ja vorhin gesagt, dass ich wenn früher er nicht immer geschützt sehr, ist? sehr auf den Wetterbericht gehorcht habe im Winter und dann sofort, wenn die sagten, es wird frieren, schleppen. Auch wenn ich abends, ich bin, weiß noch, ich bin manchmal abends um 10 Uhr noch raus, habe den Platz noch abgezogen im Dunkeln, dass ich nächsten Tag weiterarbeiten könnte. Ich würde nicht auf einem gefrorenen, unebenen Platz mit den Pferden arbeiten. Da lasse ich es lieber sein. Würde ich nicht machen. Ja, Ihr könnt also ich euch glaube, auch da muss man selber auch, arbeiten. wir sind alle Freizeitreiter, die Pferde kosten viel Geld, wir verzichten auf viele Dinge, damit wir uns die Pferde leisten können. Die Gesundheit ist nicht zwingend von Muskulatur abhängig. Ja, also ein Pferd mal 3 Wochen, 4 Wochen, selbst 5 Wochen nicht so zu bewegen wie im Sommer, heißt nicht, dass es krank wird. Es heißt einfach nur, dass ich darauf achten muss, entsprechend Dinge anzupassen. Dann muss ich mit der Fütterung eventuell, wenn es längere Vorhersagen sind oder ich weiß, okay, das wird jetzt tatsächlich 2 Monate so gehen, dann muss ich die Fütterung Energie runtersetzen und solche Dinge. Da muss ich das in Kauf nehmen und brauche ein entsprechendes Aufbauprogramm, wenn es wieder ins Frühjahr geht, wenn ich keine Halle zur Verfügung habe. Wenn ich es zwingend machen möchte, ja, dann muss ich mich vielleicht irgendwo einmieten und muss sagen, okay, ich habe einen Hänger.
Ich fahre zu dem nächsten Reitplatz, beziehungsweise eben zu dem nächsten Stall, der eine Halle zur Verfügung hat, kann ich mich da einmieten. Und ansonsten ist das halt so, dann kann ich nichts machen. Ja, dann muss man einen sauren Apfel. Das Pferd geht dadurch nicht kaputt, dass es sich jetzt mal 3, 4 Wochen halt eben anders bewegt. Ich muss nur halt wieder ein bisschen Aufbautraining machen, bevor es dann wieder richtig losgeht. Ja, und wir leben ja jetzt nicht gerade, oder die meisten sind nicht von uns, die leben nicht in Tirol oder sonst irgendwo, wo wir echte Winter noch haben, wo es 3 Monate lang durchfriert, sondern bei uns ist es ja zumindest bis zur Mainlinie oder noch ein bisschen weiter runter. Das friert man ein paar Tage und dann wird es ja meistens wieder wärmer. Und dann, wenn das mal eine Woche oder zwei ist, das ist doch, Leute, da kommen wir doch drüber weg. Vielleicht freuen sich die Pferde auch mal eine Pause zu haben. Sophie Antonia, habt ihr Übungen oder Ideen für sinnvollen Muskelaufbau im Winter vom Boden aus auf kleinem Raum? 8x8, keine Überdachung oder Halle. Nur Achten in verschiedensten Seitengängen sind doch recht eintönig. Ja, ich sage es nochmal, ihr könnt euch unsere Akademie anschauen und da werdet ihr das Richtige finden. Natürlich, wenn du nur Achten reitest, das ist An eintönig. der Hand. Oder an der Hand arbeitest. Aber du kannst an der Hand einen spanischen Schritt erarbeiten, die Polka erarbeiten, du kannst die Passage erarbeiten, du kannst die Piaffe erarbeiten, du kannst das Mesere erarbeiten, Kannst du an der Levade an auch. der Levade arbeiten oder bei den Pferden, die weitergeschult sind, am Schulhalt. Du kannst alles möglich machen. Und wenn du ganz viel Mut und Bock hast und dein Pferd auch, kannst du sogar noch an den Schulen über der Erde arbeiten. Es gibt Kannst. unfassbar, ihr könnt Beiarbeit geht auf 8x8 Meter Eiarbeit, auch. ihr könnt langen Zügel machen. Apportieren üben. Ja, Ja. ihr könnt auch einen Bodentrail machen, also einen Fußtrail. Ihr müsst nicht reiten bei einem Trail, ihr könnt die Pferde auch drüber führen. Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten. Pferde vom Boden aus wirklich interessante Aufgaben zu stellen und mit ihnen auch Du vor allen hast Dingen jetzt Freundschaft zu erarbeiten dabei. sinnvollen Muskelaufbau im Winter geschrieben. Selbst wenn du die Muskeln nur erhältst, die du hast, das Das ist reicht. schon prima. Aufbauen kannst du dann, also weiter auftrainieren kannst du dann ja auch im Wenn die Frühjahr. Wetterverhältnisse Was besser braucht sind. es in der Zeit, kannst du deine Beziehung zum Pferd stärken. Und Ja. das finde ich so wichtig. Haben wir noch ein paar Extra-Tipps? Anna M. Stark, was sind eure besonderen Herausforderungen beim Reiten im Winter? Habt ihr Tipps, die ihr geben könnt? Was mir jetzt ganz gefehlt hat, war Eindecken. Ja. Ist nicht mehr so ein großes Thema eigentlich in meisten. Mit dem Eindecken ist es ja auch so, dass es ja schon Studien gibt, Oder Scheren. dass man Pferde fragen kann, ob sie eingedeckt werden wollen oder nicht. Man kann auch den Pferden mal in die Augen und auf die Ohren gucken, wenn ihr mit der Decke ankommt, ob sie gerne eingedeckt werden wollen oder ob sie sich eigentlich wegdrehen möchten und sagen dann, ich möchte die Decke nicht. Zum Eindecken selber muss ich auch noch sagen, ihr müsst verdammt drauf achten, was ihr für Decken benutzt. Wenn ihr die Pferde den ganzen Winter eingedeckt habt und die sind im Halswiderichsbereich Wow. ein bisschen eng und sie fressen den ganzen Tag, dann könnt ihr ganz leicht von einer Pferdedecke einen Widerrissdruck bekommen. Das muss nicht vom Sattel kommen, das kann von der Decke kommen, weil der Hals immer nach unten Satteldruck. drückt, Satteldruck wirklich von der Decke bekommen. Achtet da schön drauf, dass ihr die richtigen Decken habt, wenn ihr sie eindeckt. Darunter ist das Nacken-Rückenband, ne? Ja. Also wenn die ganze Zeit die Decke da drauf schneidet und unten natürlich genauso, je nachdem, wie hoch die Decke sitzt und das Pferd frisst und das drückt die ganze Zeit Ja. unter Die den, Kehle ein. Ja. ne? Unter den Unterhals und das ist also auch absolut nicht so toll. Und wenn die Pferde dann Verspannungen haben und wir wundern uns, kann es da genauso herkommen. Am Schweif natürlich hinten auch. Die Decke, die verrutscht zur Seite, dann zieht die einseitig hinten gegen die Schweifrübe oder innen scheuern auch gerne dann, wenn es dreckig ist, die Bänder an den Adduktoren hin und her. Da gibt es ganz viele Sachen. Da müsst ihr auch ein Kann man bisschen drüber nachdenken? ja, drüber nachdenken. Und was habt ihr für eine Pferderasse? Wie ist das Pferd gebaut? Also in Spanier könnt ihr nicht mit einer Warmblutdecke einpacken. Das funktioniert nicht. Da müsst ihr gucken, wie die Decken geschnitten sind. Was sagt ihr zum Scheren? Ja, Scheren im Winter. Also wir scheren unseren Alten, weil ich merke, dass er im Winter, wenn er geschoren ist, mehr Energie hat.
Wenn er in seinem dicken Pelz da steht, hat er überhaupt keinen Bock, sich zu bewegen. Allerdings steht er dann auch den ganzen Winter eingedeckt da. So, und das muss man für sich Er findet selber, das schön. er findet das schön, er findet das gut. Aber das müsst ihr für euch selber entscheiden. Scheren ist ja im Allgemeinen immer so. Also ich bin von diesen, wie nennt man diese Winterkatz, die gibt ja so verschiedene Arten zu scheren, von der Flanke, unten an der Bauchlinie, über die Schulter. Ich sag mir immer, wenn ich im Winter im Bett liege und nachts nicht merke, dass meine Bettdecke verrutscht und ein Bein draußen hängt die ganze Nacht, dann ist das morgens ganz schön kalt, das Bein, und auch ein bisschen steifer. Und ich glaube, dass wenn man diese Teilcuts macht bei den Pferden, ich glaube, dass wir in den Bereichen die Muskulatur mit einer unnützen Kälte konfrontieren und die Pferde dann dadurch Verspannung kriegen. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich würde mir lieber überlegen, ob ich im Winter meine Pferde schwitzig reite oder nicht. Oder ob ich sage, im Winter alles ruhig machen, dass sie nicht ins Schwitzen kommen. Gerade Isländer oder Haflinger, die so einen unglaublichen Pelz im Winter entwickeln. Ein bisschen gucken, ob ich nie ein bisschen ruhiger reite im Winter. Ich würde auch zu dem tendieren. Bin auch weder Fan, aber muss auch sagen, ich habe keine Erfahrung mit diesen ganzen Teilschnitten und so weiter. Ja, aus dem Sehen von anderen Leuten, aber Ja, bei nicht uns zu ist es so, erfahren. bei den, also als wir die Ponys noch hatten, die mussten wir im Winter scheren, der Stall war zu warm, die schwitzten im Stall. Leine, weil die zu viel Fell hatten. Wir mussten sie scheren, das ging gar nicht anders. Die waren pitschenass ohne Arbeit. Und Melanie Pi möchte ich jetzt hier die letzte Frage stellen lassen. Dinge, die bei wärmeren Temperaturen nicht notwendig sind, werden im Winter eventuell zum notwendigen Übel. Handschuhe, möglicherweise auch noch dicke, gefütterte Winterstiefel, die zum Reiten nicht wirklich geeignet sind. Dazu noch eine dicke Jacke. Bewegungsfreiheit sieht dann doch anders aus und schränkt beim feinen Reiten ein. Wie handhabt ihr das und gibt es da sinnvolle Alternativen und Anregungen? Ah, Englisch reiten. Oh, anstrengend. Leichte Sachen. Also. Zur Hand. Hat das mal gesagt. Also heute ist kalt, heute reiten wir Englisch. Schön, herrlich, herrlich, klasse. Also mit den Handschuhen ist es tatsächlich, dass mein gesamtes Team alle sagen selber, ich kann nicht mit Handschuhen reiten. Ich habe das Gefühl nicht. Ja? Ich habe den jetzt ganz dünne, feine Lederhandschuhe gegeben, so hier so Ziegenleder oder was das ist, so ganz feine. Die nehmen sie jetzt für die Vorführung, weil die schön aussehen, aber dann Aber wieder. alle sagen, ich kann da nicht mit reiten, ich kann da nicht mit fühlen. Ja. Das müsst ihr selbst entscheiden. Wenn ihr Handschuhe nehmt, nehmt welche, womit ihr Gefühl habt, dass ihr nicht im Winter gröber seid als im Sommer, weil ihr das Maul nicht richtig spürt. Ja, das ist ganz wichtig. Gibt ja auch Menschen, die haben immer kalte Finger, weil sie schlecht durchblutete Hände haben. Das müsst ihr selbst entscheiden, wie dick ihr euch anzieht. Aber eins möchte ich euch warnen: mit den dicken Winterstiefeln in den Steigbügeln. Das ist jetzt keine Werbung, wo ich sage, kauft meine Steigbügel. Ich habe Steigbügel entwickelt, die deutlich größer sind. Die sind von der Form, der Wiener Steigbügel. Aber ich habe sie deutlich größer machen lassen, weil ich weiß, dass fast alle Damen im Winter mit Wanderschuhen oder ähnlichen Schuhen reiten, weil sie sonst kalte Füße kriegen. Ihr könnt im Steigbügel hängen bleiben, wenn bei Das irgendwas ist der mal, schlimmste das ist so Stunt, den ihr schlimm, euch vorstellen und die könnt. schleifen euch durch die Halle durch. Seid bitte vorsichtig mit den dicken Stiefeln. Sorgt dafür, dass ihr einen Sicherheitssteigbügel habt. In irgendeiner Form, die gibt es mit einem Gummiband an der Seite oder offen oder sonst irgendetwas. Nehmt euch einen Steigbügel, wo ihr wisst, wenn was passiert, ihr kommt da raus. Und nehmt einen Schuh mit einem Absatz, mit dem ihr nicht Ja, dass ihr durchrutschen nicht könnt. durchrutscht, das ist auch wichtig. Das betrifft auch natürlich die eigene Beweglichkeit obenrum. Also wenn ich eine Winterjacke mit Zwiebelmodus darunter, noch 27 Pullovern und so weiter habe, dann bin ich nicht mehr so beweglich, wie ich das typischerweise war. Das heißt also, meine ganze Beweglichkeit da oben überträgt sich aufs Pferd. Ich bleibe oben steifer und kann meine Kommandos nicht mehr so geben und kann auch nicht mehr so reagieren. Also das muss ich mein Programm entsprechend anpassen. Und das heißt, ich muss vielleicht auch meinen Anspruch zurückfahren. Also im Winter mit Handschuhen, dicker Jacke, dicken Stiefeln, da wird auch mein inneres Bild drunter leiden. Das heißt also, und das ist ganz wichtig, auch welchen Anspruch habe ich dann an mein Pferd? Wenn ich jetzt so da oben unterwegs bin und es regnet oder es ist kalt und so weiter, dann kann ich nicht die Anmut erster Klasse von dem Individuum unten drunter erwarten, wenn ich da oben sitze, als wenn ich eigentlich gar nicht hier sein möchte.
Das ist das Wort zu Silvester. Da hast du Ja. vollkommen recht. Von den Pferden erwarten wir, dass sie auch im Winter die Goldmedaille gewinnen und wir sitzen da oben drauf, wie Kartoffelsack eingepackt. Ja, genau. Ich habe gerade so ein eingemummeltes Männchen gemalt. Ein Kind. Ihr Lieben, das war eine sehr schöne, tatsächlich mal in einem durchgehandelte Sprechstunde. Das Thema war toll, habe ich mich drauf gefreut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns ein bisschen zuzuhören. Wir sehen uns wieder. Jetzt gucken wir mal, wann das tatsächlich für uns machbar ist, wenn wir nämlich keine Vorführung haben. Nächsten Dienstag ist Weihnachtsspecial. Danach kann ich nicht und Nein. will nicht. Dann ist Dienstag, der 2. Januar. Da könnten wir machen. Wie sieht es bei dir aus, Chris? Dann sehen Genau, wir machen wir uns so. Dienstag, den 2. Januar wieder. Ich wünsche euch ein ganz schönes Weihnachtsfest, wenn ihr Weihnachten feiert. Ansonsten wünsche ich euch schöne freie Tage. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis zum 2. Januar. Und reitet langsam. Ja. Macht's gut. Tschüss. 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 Jetzt komme ich hier gar nicht mehr. Doch.